Hey ho, meine Lieben, it's Burger Time. Ja, wie im letzten Video angekündigt. Ich versuche das Video heute ganz kurz zu halten, deswegen rede ich auch etwas schneller. Ich hoffe, ihr kommt mit. Alles, was wir dazu brauchen, habe ich da drüben schon hergerichtet. Und ja, was machen wir für einen? Einen Jägerburger. Ja, nach freier Interpretation von mir. Attacke. Dann haben wir hier schon alles. Waldpilze. Klar, Jägerburger, ein bisschen Bacon, Zwiebel, wird klein geschnitten, klein gehäckselt, kommt in die Pfanne rein mit den Pilzen gleich, zeige ich euch. Hackfleisch, reines Rind, zum Würzen probiere ich heute den Burgermeister aus. Da haben wir jetzt gleich mal was rein. So, muss ausreichen. Kneten zeige ich euch jetzt nicht, das könnt ihr euch ja selber vorstellen. Zwei Buns, fertig gekaufte. Sind vollkommen in Ordnung und legitim. An Gouda schön ausreichend und einen Feldsalat. Da mache ich mir dann die Patties drauf zum mit rausnehmen. Wie viele Pilze brauchen wir? Das schmeißen wir jetzt alles gleich in die Pfanne, nehme ich mit rein. Oh, ich glaube, das sollte ausreichen. Die schrumpeln ja eh noch zusammen. Brauchen ja bloß ein bisschen Soße. Dann kann ich das nämlich schon wieder aufräumen. Und huibu, alles fertig. Die Patties, jawohl. Bacon klein geschnitten und Zwiebeln. Und ja, jetzt fehlt natürlich noch was für die Pilzsoße nachher. Ein bisschen Wasser und jetzt kommt der große Aufschrei. Ich nehme hier so eine Jägersoße. Für mich persönlich vollkommen legitim. Weil, hey Leute, ich bin Hobbygriller und Hobbykoch und kein gelernter Drei-Sterne-Koch. Ich greife darauf gern zurück. Mir schmeckt es und ich verwende es. Natürlich jetzt nicht die ganze Packung da rein. Das werde ich dann draußen abschmecken. Patties und Buns nachher auf der Weberkugel. Und die Pfanne auf dem Gasgrill, auf dem Seitenbrenner. Attacke, wir gehen dann raus. So Leute, die Restkohlen vom letzten Mal heizen vor. Leider tut der Nachbar da drüben gerade seine Pellets einblasen, deswegen der Krach. Verwenden du heute auch die Grillmatte, Backmatte von Grillmatz. Da haben wir sein Logo. Seitenverkehrt. Ja, Grillmatz. Jawohl, lassen wir es mal fertig anfeuern und dann können wir weitermachen. Der Krach und das ist auch noch um 9 Uhr abends. Also ich tue nebenzu jetzt schon mal die Pilze ein bisschen anbrutzeln, anschmoren und wenn ich dann das Jägerpulver dazu tue, hole ich euch wieder hinzu. Ja, dann wäre es soweit. Die Pilze habe ich dabei wieder ausgemacht und einmal zweimal Deckel zu, grillen, nachher umdrehen, das zeige ich euch wieder. Und die Buns tun wir natürlich auch gleich noch antoasten ein bisschen. Ja, die machen wir einzeln. So Leute, dann machen wir hier weiter. Wir wollen natürlich ein etwas dickeres Sößchen haben. Hau jetzt einfach mal was von dem Pulver damit rein. Mal schnell probieren. Dann mache ich den Wokbrenner schon wieder aus. Also nicht einmal das halbe Päckchen von dem Zeug habe ich genommen. Wie gesagt, ich bin kein Sternekoch, ich bin Hobbykoch.
und Hobbygriller. Ja, und die werde ich jetzt dann gleich reinholen. Aber Cam, räume ich schon mal rein, dass es drinnen gleich weitergehen kann. So, Freunde, der lustige Zusammenbau kann beginnen. Und ich kann es euch gleich sagen, das wird definitiv kein Burger, den man einfach so mit der Hand schnabulieren kann. Weil dazu wird es einfach zu schlonzig mit den Pilzen. Okay. Dann noch ein bisschen Feldsalat. Fast wäre mein Pfifferling runtergefallen, aber nur fast. So. Nee, fertig werden meine Jägerburger und ich denke, die sehen mal richtig gut aus und tja, reinbeißen? Nee. Ich esse den schön mit Messer und Gabel. Ja, Schatz, wir können essen. Guten Appetit. So, Leute. Und jetzt schauen wir uns das ganze Teil noch mal von innen an. Wenn man eh schon mit Messer und Gabel essen. Aber vielleicht beiße ich ja doch noch so einmal rein. Aber da habe ich echt viel zu viel Angst, dass man es auseinanderklappt und am Boden fällt. Ja, unten, das ist schon ziemlich matschig, also naja. Sieht das nicht geil aus? Also ich lasse ihn mir jetzt schmecken. Vor lauter, ich mampf schon, hätte ich jetzt fast noch mein Probiererle vergessen. Also ich habe mir hier jetzt mal noch Eckchen rausgeschnitten, mit allem, was am Burger dabei ist. Und ich finde die Zusammenstellung einfach klasse. Machen wir gleich das Fazit fertig. Schatz, schluck erstmal runter. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Die Zusammenstellung. Mhm. Kann man lassen. Ganz. Kann man lassen. Kann man lassen. Hört sich an wie weh. Was? Perfekt. Einfach perfekt. Schnelles Video. Hoffe ich doch dieses Mal. Leute, Daumen nach oben. Freundliches Kommentar. Abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, wir werden sehen, was es gibt. Tschaikowski.